Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Sengoku Dynasty und ich habe ja noch was zu erledigen. Und zwar muss ich hier noch mal ein bisschen was hinstellen. Einrichtungen, Lager und zwar geht das nicht. Why not? Ich habe nämlich da. Moment. Wo sind jetzt? Da, genau. Ich habe hier nämlich zwei Lagerstätten hier, zum Beispiel Rüstkammer und Werkzeuglager, da wo ich nicht drauf zugreifen kann, weil das nicht im Lager zu finden ist. Aber wenn ich das nicht bauen kann, dann ist das schon ein wenig komisch. Deswegen muss ich mal kurz gucken, ob ich das irgendwo bauen kann. Nee, so. Dann. Sind ja nur die Häuser. Lagergebäude. Das heißt, ich müsste so jetzt schon machen oder was? Dynastie-Lagergebäude für Werkzeuge. Ein Dorf, dem ein eigenes Werkzeuglager fehlt, wird stattdessen auf dieses allgemeine Lager zugreifen. Das ist ja Blödsinn. Hier ist die Rüstkammer. Ach, das ist ein ganzes Haus. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nee, die kann ich doch gar nicht. Ja, dann muss ich die ja doch bauen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Warum sagen die das nicht direkt? So, dann muss ich da drüben auch noch bauen. Ja, das war jetzt mal ein richtiger Leck. Wenn wir hier eigentlich nicht die ganzen Lagerstätten. Ach so. Dann bauen wir die hier einfach mal. Dann baue ich hier gleich noch einen Weg zwischen und dann sollte das eigentlich fertig sein. Wird eigentlich heute durch die Städte latschen und ein paar Quests erledigen, aber da wird gerade wohl nichts draus. Zweimal Werkzeuglager, oder? Okay. Na toll. Wo sieht man hier denn hier den Eingang? Was ist das denn? Ein leichter Fehler, ne? Muss ich erstmal fertigstellen.
Hallo? Darf ich mal? Na, stellen wir das erst fertig und dann stellen wir es doch mal richtig hin. Weil so ist das ein bisschen blödsinnig. Gestärkte Wand. Ganz schön teuer, ne? Aber wir haben es ja. Weil das in den armen Kerl mal zur Luft kommen. Und geben wir dem mal einen Snack, ja. Also ein paar dicke Legs sind immer noch dabei, leider. Ich hoffe, das kriegen die irgendwann noch mal hier backen, dass die hier die Legs rauskriegen aus dem Spiel. Müssten ja irgendwelche nicht richtigen beziehungsweise falsch gesetzte Skripte oder so sein, denke ich mir mal. Oder Codes. Dass wir noch zur Luft kommen. Müssen wir drüben auch noch hinstellen. Ach, guck mal, jetzt ist sogar ein Pfeil Lager. 11 einfache Pfeile. Ja, super, habe ich nicht. Kann ich die irgendwo irgendwie hier bauen? Nee, ne? Muss ich beim Jäger machen, das muss ich aber drüben machen. Nicht Material ändern. Gebäude verschieben. Ist das jetzt so richtig? So. Dann. Was ist da noch? Ist irgendwas Neues dazu gekommen? Achso. Werkzeuglager Zugriff. Die kann ich jetzt alle schön ins normale Lager packen. Das ist gut. Ich wüsste, wo ich das hingestellt habe. Das hier ist es doch, oder? Ach, das darf gar nicht rein. Okay, ja, alles klar. Dann gehe ich mal rüber ins andere Dorf und hole mir da mal ein paar Pfeile. Also. Was? Betreten zentrale Flachlandregion. Achso. Habe ich fast den Faden verloren, aber ist okay. Da siehst du, da habe ich die da außen hingestellt. Ignase. So, für die Pfeile muss ich nach oben. Hier ruckelt's wieder beim Hochkommen. Ja, stellen. Mehr. Ich halt ein paar herstellen. Oh Gott, Kaffee sollte man auch umrühren. Dann schmeckt der auch. Und dann muss ich eben wieder zurück. Waren diese Lexen war schon doch ein bisschen nervig. Ich hoffe, das bekommen die schnell gefixt.
So, fertig ist der Drohtheim. Jetzt muss ich hier noch ein paar Wege herstellen, hinstellen. Machen wir mal hier Kies. So. Moment mal, einfache Bauwerke. Es ist nicht hier, was ich wollte. So breites. Ach so, schmales muss ich dann erst herstellen. Moment. Natürlich habe ich keinen Bambus. Bambus hatten wir das hier irgendwo, ich glaube da, oder? Irgendwo hatten wir in der Nähe Bambus. Oder auch nicht. Der Fuchs, der sich nach einem Wildschwein anhört. Was ist das denn hier? Achso, das ist zu dem Gebetsding hin, ne? Aber hier hatten wir irgendwo, bin ich mir sicher. Hallo? Beweg dich, Junge! Was hat denn hier für ein Feld? Ein totes Feld. Hier habe ich mal gebaut, da war das aber alles noch nicht so, also das war noch nicht da. Was ist da, liegt da irgendwas? Ne, das ist nur Schatten. Aber jetzt sehe ich keine mehr. Da müsste ich mal eben zurück zum anderen Dorf. Alter, er druckelt doch manchmal ganz schön nervig. Na, dann machen wir das durch das eine Dorf gehen, mal gucken. Oh, Lotusblüten. Lotuswurzel. Was gibt das denn für? Das gibt bestimmt irgendein Heilmittel, ne? Lotuswurzeln. Wurzel einer Wasserblume, die für ihren kulinarischen Nutzen angepflanzt wird. Sie kann von Lotuspflanzen gewonnen werden, die auf Wasserfeldern gebaut werden können. Okay, ach guck mal hier, die habe ich vergessen, noch ins Lager zu stecken für die Meißler. Für unsere Steinmetze. Ich denke mal, das ist beim Nachladen der Texturen kommt dieser Fehler. Also kommt da die Ruckler zustande. Ach, da ist ja Bambus. Das ist, glaube ich, bei uns, ne? Ja. Also, das kann ich mir vorstellen, weil das war bei einem anderen Spiel damals auch so, bei den Anfangszeiten von Ark. Da war das nämlich auch so. Da sind die ziemlich spät nach hier plöppt und haben eine derbe Ruckelei veranstaltet. Hallo, soll ich mal aufheben? Hallo, Spiel.
Doch, da war das Gras im Weg, deswegen durfte ich das Ding nicht aufheben. Aber wenn man die Bäume aus dem Fallen heraus fängt, ist das schon mal besser. Geht alles. Da habe ich jetzt 60. Okay, das reicht dann. Gehen wir mal wieder zurück. Also wie gesagt, ich denke, das kommt daher, dass die Texturen nachladen. Aber heutzutage könnten die das eigentlich so machen, dass das schon geladen wird bei Spielanfang in den RAM. Man da nicht mehr so ein Problem hat, aber mal gucken. Mal gucken, ob die es noch hinkriegen. Ich denke zwar mal schon, sind ja fähige Leute. Oh, lecker. Alles nehmen. Was? Wo ist der Feind in der Nähe? Ich sehe keinen. Ja, ist ja gut. So, da sind wir schon mit. Habe ich die hier hingebaut oder? Ja, hier, ne? Warte mal. Genau. Hübsch. Ich hätte gerne einen Zaun oder so drum bauen. Bis zum See runter oder so. Da muss ich mal gucken. Je nachdem, wie viel Lust ich noch habe, die dazu. Also jetzt zu dem Bauen des ganzen Walls oder so. Haben wir hier keinen Dünger drin? Wir haben kein Verdorbenes, ne? Müsste das hier drin sein? Nee. Hier ist kein Verdorbenes. Doch, hier ist Verdorbenes. Das erste Mal. Hier ist nichts. Die wollten doch irgendein Gemüsegericht haben, ne? Ich habe da Verdorbenes. Warum tut das denn nicht da rein? Hm. Eider nicht. Warte mal. Irgendwie kommen Gemüsegerichte. Muss mal gucken. Gemüsegerichte. Hier. 6 Stück, ne? Oh, ich wollte eigentlich mehr machen. Machen vielleicht 15. Und da müssen wir noch 5-mal Sarg finden. Eher gesagt 4-mal. Wir haben ja noch einen in der Tasche. So, die hätten wir schon mal. Und zwar mehr als 15, aber ist egal. Sake. Mal eben kurz hier so.
Also hier ist nichts drin. Dann gehen wir mal kurz, ups, hier ran und legen hier. Nein, tu doch einfach mal. Nein, hör doch mal auf. So, hier ist ja eh keine Sake drin, da wollte ich nur das Essen reintun. Da haben wir Brandsalbe. Verdammt, nur einmal Sake. Schade. Aber hier mal eben kurz die Sachen reinschmeißen. Ton und so haben wir auch noch hier. Das heißt, wir können hier noch eben die Sachen reinschmeißen. Ach, die Meißel kann ich auch da reinpacken. Dann haben die direkt ihre Werkzeuge. Oh, gut. Katze auf dem Pott. Lecker. Danke, Katze. Oh, schießt dir die Tränen in die Augen. Könnten wir ein bisschen rumflatschen. Hier ist das, wo wir die Dings holen müssen. Ich gehe mal nach Saki. Segi. Segi, kann man das irgendwo sehen? Eventuell an dem Fragezeichen. Also ungefähr richtige Richtung, ne? Ein bisschen weiter da. Segi ist nicht allzu weit entfernt. Obwohl, komm, wir haben genug Kohle. Wir switchen da eben so hin. Machen eben Teleportation. Ich hab da jetzt Lust drauf. Ach, guck mal, die lehnen sich auch hier dran. Ach, die stellen sich unter. Ihr könnt doch in euer Haus gehen. Ihr habt doch ein schönes Haus. Wenn mal. Das wäre es ja, wenn ich das hier so drüber machen könnte, aber geht leider nicht. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt komme ich mal raus. So, das sind wir. Handeln. Ah, siehst du, die haben doch Sarg. Hier, wo ist meine Maus da? Sarg aber nicht. Oh, das ist schon teuer, wa? So, 5er Sarg braucht man. Ja, jawohl, da haben wir das doch schon. Das war noch mal Aratani, ne? Boah, was ist mit euch los? Wollen mich alle begrüßen. Da ist er. Ich habe einen Teil. Ach so, das war da. Das, okay. Ja, schön. Dann sollten sie besoffen sein. Nimm mal eine Sitzung des Dorfes teil. Bist du dies? Ach da. Hey. Ja, da ist er. Die Sitzung im Freien, oder was? Ich hoffe, die wäre jetzt in der Schenke hier oder so. Sieht es bei den Zusammenkünften eures Dorfrats immer so aus? Hast du keinen Spaß? Wir sind mit der Sitzung fertig. Warum das nicht feiern? Ich habe guten Grund zu trinken und fröhlich zu sein. Ich weiß, welcher Yogi unsere Felder verwüstet. Wer steckt dahinter? Ausgerechnet ein Ratsmitglied. Beto, er hat gerade einen dummen Streit vom Zaun gebrochen, nur um mich von an den anderen zu beleidigen. Er hat vorgeschlagen, dass wir Inari weniger und dafür
Terrasu mehr Opfergaben darbringen soll. Aber Terrasu liebt Alkohol, sagt er, und wir haben hier ja eindeutig eine betrunkene Frau an der Spitze. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich ihn zur Rede stelle. Er würde nur wieder versuchen, sich drüber über mich lustig zu machen. Würdest du mit ihm reden? Nicht nur über die Chemie, auch über die Felder? Ja, hier, der Hund hier, ne? Beto. Ah, sie wollte nicht selbst kommen, also schickt sie dich vor. Eine Außenseiter, der die innersten Angelegenheiten unseres Dorfs besprechen soll. Das ist mal was Neues. In Ordnung, erlauben wir uns den Spaß. Mittlerweile das ganze Dorf weiß, haben wir darüber diskutiert, welche Kami wir mehr verehren sollen. Was ist deine Meinung? Nur die Inari als öffentliche Konfrontation. Sie hat ihren Arsch, ne? Entschuldigung, dass ich das so sage. Inari, sie schickte Früchte, Füchse, die die Felder beschützten. Aratani braucht einen solchen Schutz nun mehr denn je. Hört alle ja, selbst ein Außenseiter kann deutlich sehen, wer hier der wahre Schädling ist. Du versuchst, Wakatsuru zu Fall zu bringen, eine der Säulen dieses Dorfes. Jeder hier kann das sehen, wenn du dein Verhalten nicht änderst, sind deine Tage im Rat gezählt. Ah, du versuchst also, die Leute gegen mich aufzubringen. Es ist nicht... Was? Was sagen sie da? Ich wusste nicht, dass Wakatsuru hier solchen Rückhalt hat. In Ordnung, wie ihr wollt. Wenn ihr unbedingt von Weibern regiert werden wollt, sage ich nichts mehr. Das ist euer Problem. Wir sollten Inari ein Opfer darbringen. Möge ihre Füchse vor uns vor Schädlingen wie dir beschützen. Ja, schön. Du hast es geschafft. Ach, jetzt soll ich das auch noch vorbereiten. Warum denn ich? Ich bin doch gar nicht aus dem Dorf. Ich werde das Opfer für Inari vorbereiten. Und danke, dass du dich für Inari entschieden hast. Du hast einer armen, wehrlosen älteren Dame gegen ihren Peiniger beigestanden. Die Götter belohnen solche Taten. Ja, es gab ja nur 50-50 und ausnahmsweise habe ich mal das Richtige benutzt. Ich habe ein dickes Fell, aber eine Frau in meiner Position ist auch immer Gefahr. Man lernt damit zu leben, aber danke. Also gut, zurück zur Rolle für der fürsorglichen Großmutter. Der Sake ist stark und die Kopfschmerzen mögen morgen früh werden es auch sein. Du hast nicht zufällig ein paar Schmerzmittel bei dir? Für die weisen Herren dieses Dorfs, sieh sie dir an. Ich war Katsu Anästhetika. Ah. Oh, wir sind da so viele. Hast du mal Anästhetika? Stopp, bleib noch mal. Kurz gucken. Da brauchen wir noch viele Quests. Oh, schön. Aber warte, da war doch noch ein Händler drin, ne? Wir hatten mal eben das gleiche. Wie viele sollte ich holen? Ach, zu teuer. Immer noch zu teuer.
Wieso sollte ich drei? Hallo, Maus. Machen wir das nochmal. Hier sind die Schmerzmittel. Ja, die Verzagu an ihren erhalten 1000 und Dorfbewohner Kleidung habe ich jetzt gekriegt. Sprich mit Ukome. Wo ist Ukome? Oh, wir sind bei 31 Minuten. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das dann also in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.